Ich war wieder mal bei Amazon Online unterwegs. Ich habe ein bestimmtes Tool gesucht, habe es bestellt, aber gleichzeitig werden dir viele andere Tools vorgeschlagen. Ganz schön perfide von Amazon, aber so ist die Welt. Und ich habe draufgeklickt und draufgeklickt und draufgeklickt und dann ist genau das hier wieder passiert. Gut, wir legen los. Wow, super. Das ist aber geil. Das ist gut. Wieso mich die Reise zu Amazon überhaupt verschlagen hat, lag daran. Das hier ist ein Tool, womit ich meine Werkstatt sauber halten kann. Und das ziemlich einfach. Warum? Denn dieses Ding ist magnetisch. Man kann es zuschalten und ausschalten durch eine ganz einfache Funktion. Ich packe das jetzt hier einmal aus für euch. Und hier kommt es schon. Was macht es? Es macht nichts anderes wie... Moment, ist hier was kaputt? Ui. Ah, so ist das. Ah, ich habe mir das anders vorgestellt, aber egal, es wird wahrscheinlich genauso funktionieren. Der Punkt ist, damit kann ich meine Werkstatt sauber halten und die ganzen Späne beim Bohren und beim Schneiden leicht aufsammeln und lösen. Und was müssen wir dafür tun? Erstmal ordentlich Späne produzieren, meine lieben Schweißtechnik-Freunde. Ja, das kann ich gut. Denn ich habe das richtige Werkzeug dafür. Eine Magnetbohrmaschine mit Akku. Du wirst jetzt schön fleißig das tun, was ich dir sage. Ja. Perfekt. Perfekte Situation. Na, wie gut. Ach du heilige Kanone. Der sammelt alles auf. Und guck dir das mal an. Das ist ja mal geil. Ey, soll ich dir mal sagen? Ich könnte das jetzt wie bei Vorwerk machen. Ne? Guck mal, alles eingesammelt und dann zack, da gelassen. Ich meine, das Tool kostet echt nichts, macht aber viel. Guck mal, wie schnell du hier alles eingesammelt hast. Das ist einfach brutal. Ich liebe es, wenn die Tools das tun, was die sollen. Mein nächster Kandidat im Sortiment, eine sogenannte Korallenscheibe. Aber Achtung, keine Panik, das wird nicht tatsächlich aus echten Korallen gemacht, sondern ich denke, es ist irgendein chemisches, mechanisches Verfahren, dass die so werden. Sieht interessant aus, fühlt sich interessant an, funktioniert aber verdammt gut. Und das will ich euch nicht vorenthalten, denn ich habe vor kurzem einiges machen müssen und da hat sich die Scheibe richtig bewährt. Ich habe hier bereits eine eingespannt. Man sieht auch, dass sich damit schon einiges gemacht hat und man sieht anhand der Farbe, dass sich damit Rost entfernt hat. Fantastisch! Ein Bild für die Götter! Was passiert, wenn wir das mit einer handelsüblichen Schrubbscheibe machen? Mit der Schrubbscheibe habe ich ganz klar auch einen guten Abrieb, aber ich mache mir mehr Riffel rein. Man sieht einfach beim Spiegeln, dass das natürlich viel grober zu der Oberfläche ist, was ich ja nicht möchte. Und interessant wird es, wenn wir das Ganze verschleifen bzw. polieren möchten. Und hier sieht man es ganz deutlich, die Oberfläche mit der Korallenscheibe wird bei weitem nicht so beschädigt wie mit Schrubbscheiben. Das heißt, die Nacharbeit wird hier für eine bessere Optik deutlich besser sein. Was man aber auch bedenken muss, diese Korallenscheibe hat auch ihre Grenzen. Man sieht hier, das war schon eine etwas... wirklich sehr stark korrigierte Oberfläche und hier war eine benutzte Korallenscheibe schon am Ende. Ja, sie hat es nicht mehr geschafft, da tief reinzukommen, hat natürlich dementsprechend auch keine Macken reingemacht. Für einen bestimmten Einsatzzweck, auch wenn die Rostschicht enorm da ist und du trotzdem die Oberfläche möglichst sanft behandeln willst, ist das schon eine geile Nummer. Dieses Tool sieht auch sehr vielversprechend aus. Mit diesen Kronen sieht ja aus wie ein Kernbohrer. Damit soll es möglich sein, dass wir solche Schweißpunkte, Verbindungspunkte von Karosserieteilen vorsichtig ausbohren können. Spanne ich mir das einmal ein, ohne großartig hier alles zu beschädigen. Ja, und sie federt tatsächlich da ein. Das heißt, das ist wie ein Kernbohrer. Und versuchen unser Glück. Mitte getroffen.
Ach, abgerutscht. Die Zähne sind abgerutscht. Ich will nicht vorbohren, meine lieben Schweißtechnik-Freunde. Wieder abgerutscht. Aber jetzt. Wow! Gut! Super! Geil! Das ist aber geil! Das ist gut! Einmal. Na, und jetzt gehe ich mit meiner Spitze da rein. So kann er nicht abhauen. Und so kann ich das dann jetzt von dem Blech lösen. Komplett lose. Ne? Das ist genau das, was ich erreichen wollte, meine lieben Schweißtechnik-Freunde. Mein Bauteil ist komplett intakt und da saß vorher hier so drin. Ich wollte hier keine weiteren Löcher haben. Somit kann ich das Bauteil viel wertiger weiterverarbeiten, weniger ausschweißen müssen. Natürlich muss ich das Ganze hier sauber machen, ja? Aber ich muss da nicht so stundenlang das Ganze zupunkten. Dieses kleine Ding hat es echt in sich. Es funktioniert, wenn man es raus hat, wirklich gut. Man muss ein kleines Loch vorbohren, dann hast du keine Probleme. Diese Zentrierspitze reicht leider nicht aus, dass du in Position bleibst oder du hast es besser drauf als ich. Kommen wir zum nächsten Tool, ein einfaches Tool, ein simples Tool. Vielen von euch wird es bekannt sein. Ich will es aber heute ausprobieren, ob das wirklich so gut funktioniert. Das ist dafür da, falls du eine Schraube kürzt oder so wie ich Gewindestangen zuschneidest, um die Mutter wieder drauf zu bekommen. Du weißt, wenn du die Oberfläche, die Spitze nicht behandelst, dann kriegst du verflixt nochmal keinesfalls die Mutter oben drauf. Ich nutze das für meinen Schweißtisch als Fixierhilfe. Dann ist natürlich so ein Tool schon praktisch. Weil was tun wir denn sonst? Wir gehen mit dem Winkelschleifer und versuchen das Ganze ein bisschen schön rund hinzubekommen. Kriegen das aber nie so schön hin. Und das soll es besser machen. Und das probieren wir jetzt aus. Wir schneiden jetzt eine Fläche ab und dann bearbeiten wir das mit diesem Tool. Ja, hier läuft das richtig gut. Ja, das macht er richtig gut. Hier kann man das sehr gut erkennen. Also dieser Schneider mit den drei Zähnen funktioniert sehr gut. Die Zähne sehen auch gut aus. Wenn man sich jetzt die ursprüngliche Seite anschaut, die ich von Hand gemacht habe, die ist natürlich nicht so perfekt, dann ist natürlich der Schneider schon tausendmal besser hier vorgegangen. Man sieht das auch hier. Auch eine M10er hat sehr gut funktioniert. Und man sieht auch hier, durch diese Spitze jetzt kriege ich das wirklich problemlos drauf. Dann habe ich das hier entdeckt. Ein Maulschlüssel mit so einer speziellen Funktion. Ich würde dazu sagen, ein Maulratschenschlüssel. Denn der macht etwas möglich, was andere nicht so möglich machen. Der erste Einsatz mit diesem Schlüssel war meine Bandsäge, die ich stationär aufgebaut habe. Da war wenig Platz, ich konnte mit den Fingern nicht reinkommen, also musste ich eine Mutter vorsichtig einsetzen. Und diese Klemme, die da ist, ich konnte die Mutter ordentlich aufsetzen und konnte sie reinpositionieren. Wo ein normaler Maulschlüssel so seine Probleme haben wird. In engen Räumen, ob das ein Auto ist oder ein anderes Bauteil oder eine andere Situation, du kommst jetzt mit einer Nuss dich oben drauf. Das heißt, man muss von der Seite mit einem Maulschlüssel das Ganze hier befestigen. Dann nimmst du deinen Maulschlüssel und dann machst du das. Jetzt bist du natürlich eingeengt in dem Raum. Ja? Das heißt, du kannst nicht komplett einmal rumgehen. Das heißt, du arbeitest in dem Bereich, ja, um vorwärts zu kommen. So ziehst du das an. Das heißt, raus, nachfassen, umdrehen, nachfassen, umdrehen, nachfassen. Und wenn man die Stelle nicht sieht, bist du da natürlich sehr lang unterwegs. Das ist fummelig und nervig. Hier soll dieser Schlüssel mit dieser zusätzlichen Funktion und drehe und fasse nach. Und drehe und fasse nach. Warum ist das geil? Weil ich nicht immer wieder lösen muss und fangen muss und drehen muss. Schau dir mal den Bereich an, in dem ich arbeite. In dem arbeite ich und kann nachfassen. Das ist schon ziemlich praktisch.
Das ist schon ein geiler Schlüssel mit einer geilen Funktion, aber wir sollten zwei Sachen bedenken. Wenn die Mutter locker lose ist auf dem Gewinde, dann wirst du damit auch nicht weit kommen, weil die Mutter wird sich ja immer mitbewegen. Ja, das heißt, da muss schon ein gewisser Gegendruck herrschen, damit der nachfassen kann. Plus, dieses Bauteil hier, das sieht jetzt auch leicht filigran aus, egal wie gut es verarbeitet, wie hart es ist. Im Hardcore-Einsatz, wenn du richtig was anziehen musst, Drehmoment egal, dann wird das natürlich auf Wiedersehen sagen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber dazu sollten wir einen Belastungstest machen. Deswegen, geile Sache, zum Lösen und Festziehen würde ich auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich den allseits beliebten TickPen entdeckt und habe mich an die Zeit damals erinnert. Vor vielen Jahren habe ich sowas schon mal gezeigt und ich muss das wieder in Erinnerung rufen. Einfach, weil es praktisch ist für die Schweißanfänger, die noch nicht so gut sind im Zusatz nachfassen, wenn das denn nötig ist. Bei Aluminiumschweißen doch schon durchaus, weil da musst du schon relativ schnell sein. Und da ist das Ding schon praktisch. Ne? Es kostet nicht viel, es ist ein kleines Gadget, sieht gut aus. Du hast hier so ein Scrollrädchen, jeder von euch, die am Computer schon mal gearbeitet haben, mit einer Maus gearbeitet haben, kriegen das auch hin. Und das ist so punktuell, so genau, das hast du wirklich gut im Griff. Achtung, wenn du dich daran gewöhnst, lernst du es nachher nicht richtig. Du wirst den TickPen immer brauchen, aber wenn du jetzt am Anfang etwas brauchst, ist das schon eine Hilfe. Absolut zu empfehlen, geiles Tool, sollte einem Anfänger nicht fehlen. Und bei dem Bild konnte ich die Finger wieder nicht davon loslassen. Hab mir natürlich sowas hier besorgt, weil das kostet auch hier wiederum nichts. Wir blenden den Preis ein. Solche Zwingen braucht man immer. Es müssen zwei Stück sein, die sollen praktisch sein. Gucken wir uns die mal an. Dann kommen sie schon zum Vorschein. Sind relativ leicht, aber ich brauche das zum Aluminiumschweißen. Und der Vorteil ist von diesen Klemmen, beziehungsweise die heißen auf Englisch Swing Joe Corner Clamp. Der Vorteil ist folgender. Wenn du ein Rohr hast und noch ein Rohr hast und du möchtest das auf Gärung oder zusammen verschweißen oder auch so, brauchst du einen rechten Winkel und das machst du wie folgt. Vorteil von diesen Klemmen ist, dass das hier beweglich ist. Ich zeige euch das einmal. Ich setze jetzt ein Rohr hier ein und ich setze ein Rohr hier ein. Total krumm und schief und fang an zu spannen. Ne? Und man sieht, wie sich das hier quasi ausrichtet. Und hier sehen wir auch ganz klar, dass ich nicht gerade geschnitten habe. Ne? Ist ja voll der Luftspalt. Aber er wird hier das in einem rechten Winkel immer spannen. Hier ist ein Winkelmesser, guck. Ne? Immer perfekt. Verspannen. Ne? Das ist eigentlich ziemlich geil. Das wird auch im rechten Winkel sein. Deswegen fand ich diese super günstigen Klemmen auch von Vorteil. Auch hier ein ganz klares Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Beitrag dich weiterbringt, denn du hast jetzt ein kleines Update. Ein paar Werkzeuge kanntest du, ein paar Sachen sind dazugekommen. Die kosten wirklich nicht viel, schau dich mal um. Falls du noch eine Idee hast, was wir unbedingt testen sollten, schreib mir bitte einen Kommentar. So, meine lieben Schweißtechnik-Freunde, das war ein kurzer Einblick. Wir machen weiter. Ich bin ständig auf der Suche nach neuen Sachen für euch. Ich hab euch lieb, bis dahin. Na, ciao. Ich sehe euch nicht, aber ihr seht mich. Das ist ganz schön verrückt. Wenn man das jeden Tag macht, wird man Banane. Das sage ich euch.